Sollen die Kalender bekannt, die Sie jetzt rausgeben? Was? Kalender für dieses Jahr haben wir. Haben Sie doch? Jawohl, aber die kann man überhaupt nicht verkaufen. Also ich habe nämlich extra im Internet geguckt, so wie letztes Jahr haben wir sie auch im Internet gesorgt. Aber ich habe nichts gefunden. Und jetzt ist ja das Jahr schon halb rum, was jetzt machen würde. Ich würde trotzdem nehmen, aber wie kommt man dran? Das ist eine gute Frage. Ich gebe mal einen Tipp. Der Social Media Plattform Instagram letztens die 250 Follower geknackt. Wir werden bald ein Gewinnspiel veranstalten, wo wir einen Kalender 2022 und zwei Kalender 2023 verlosen werden. Ja, nur das ist ja halt die Wahrscheinlichkeit, dass ich da die Gewinnspiel hier gewinne. Ich würde halt auch verkaufen wollen. Nur wie? Das ist richtig, oder? Momentan gibt es ja keine andere Möglichkeit. Ja, warum hat man es halt im Internet verkauft wie letztes Jahr auch? Das also vorletztes Jahr. Ich kann nicht sagen, weil für den Job bin ich nicht zuständig. Ja, ne, wenn ja. Wenn man Jobchef macht, das ist nicht so einfach. Eben da zur Schau und dann haben wir einen. Ihr müsst da irgendwie dran gekommen sein. Naja, es wird natürlich bestellt und es wird geliefert. Ja, das ist mir schon klar, aber dann unter. Da müssen wir es auch kaufen. Naja, ist ja klar, das ist ein Kaufen. Ist ja nicht das Problem. Wenn der Shop nicht offen ist, können wir auch nichts machen. Egal, ob sie Mitglieder sind oder nicht. Naja, das ist das Problem. Macht nicht halt nur, das hat ja letztes Jahr wohl auch nicht geklappt. Dieser Wonner.